Anstatt flexibel und leicht zu sein, fühlen wir uns antriebslos und ausgebremst. Die Routine hält uns gefangen. Und dieses sogenannte im Flow-Sein, das Gefühl, von dem vor allem kreative Menschen sprechen, scheint verloren. Aber warum ist das so? Und wie kommen wir wieder ins Fließen? Im Flow-Sein. Glücklich und erfüllt im Einklang mit dem Leben. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Schön, dass du da bist, Ewald Schober. Schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Peggy, obwohl du die Gastgeberin bist. Ich schenke dir meine Zeit und meinen Raum. Ewald, ich habe es gerade schon gesagt, antriebslos. Das ist ja nun in deinem Fall nicht so. Ich glaube nicht, dass es gibt es Momente, dass du antriebslos bist? Ja, wenn du mal gesundheitlich was hast. Verstehst du, wenn du jetzt wirklich geschwächt bist, dass deine schlimme Erkältung oder ein grippalen Effekt, ja, da sind wir alle ein bisschen antriebslos. Also, ja, da muss ich das zugeben, aber ich glaube, das ist ja immer die Wechselwirkung zwischen Geist und Körper. Ich frage das deshalb, nicht um dir zu nahe zu treten, sondern weil ein Mensch, der immer so vorangeht und ja, 2.0, 3.0, immer die nächste Version seiner selbst findet, der hat ja auch, und das sehen viele oft nicht, auch Schwierigkeiten, Widerstände und kommt hin und wieder an so Punkte, wo man merkt, boah, jetzt will hier wirklich nochmal was ne, sich zeigen, innere Blockaden oder auch äußere Umstände, die nicht einfach so veränderbar sind. Wie gehst du damit um? Ist das so dein eigenes Forschungsgebiet und bringst das dann immer auf die Bühne oder zum Day of Change und vermittelst das den Menschen? Definitiv. Also ich glaube, ich kann mittlerweile von mir sagen, dass ich extrem viel Antrieb habe, dass ich keine Angst habe, auch keine Sorgen mehr. Das habe ich wirklich abgestellt. Und das hat einen Hintergrund, weil ich sage immer, das Leben, wie das Leben verläuft. Du hast zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, und das kennen wir alle, das haben wir eher selten erlebt, da, egal was wir tun, Peggy, dann funktioniert uns alles. Kennst du diese Phasen? Viele müssen sogar zurückgehen in das jugendliche Alter, um das nochmal herzuholen. Da waren wir irgendwie verliebt. Das wollte ich gerade sagen, wenn ich verliebt bin, habe ich das. Ja, ja, genau. Und in dem Moment, dann läuft, ich kann mich erinnern, dann hatte ich auch mal gute Noten. Meine Mutter eine 4 statt eine 5. Stolz auf mich, mein Zimmer war aufgeräumt, im Fußball ist gelaufen. Verstehst du? Wenn du im Flow bist, funktioniert dir alles. Aber dann gibt es natürlich die andere Seite und die ist leider häufiger bei den Menschen, wo wir sagen, egal was wir tun, mir gelingt relativ wenig. Es funktioniert wenig. Und das ist aus meiner Sicht das Entscheidendste des Lebens. Weil wir ja, jetzt schau mal her, wir hätten gerne Träume, wir hätten gerne Ziele, Präferenzen, Vorlieben. Aber schauen wir in die Vergangenheit und sagen, ja, egal was ich mache, ich kriege eh wieder eine auf die... Auf den Deckel. Ich kriege eh wieder eine drauf. Und jetzt hören wir auf zu träumen, wir hören auf, uns Vorlieben oder so als Präferenz zu stecken. Das heißt, wir begrenzen uns enorm. Und wenn ich diese Sachen, die mir Freude bringen, weglasse, weil ich mich begrenze, weil ich sage, es läuft nicht alles so, dann kümmere ich mich ja um Dinge, die keine Freude bringen. Wir probieren also nicht, Freude zu spüren, Freude zu erleben, sondern wir kümmern uns darum, das zu halten, was wir haben. Und das bringt keine Freude. Das bedeutet, wir haben immer zwei Phasen im Leben. Manchmal läuft alles super, manchmal läuft alles nicht gut und Widerstände folgen Widerstände und es kommt ein Pech zum anderen. Das kennen wir. Jetzt ist die entscheidende Frage, und das habe ich wirklich untersucht mit Tausenden von Probanden, kann ich diesen Flow des Lebens, dass mir alles gelingt, dass ich Antrieb habe, dass ich mich als Beweger sehe, dass ich keine Angst vor irgendwelchen möglichen Bedrohungen habe, kann ich das selbst erzeugen? Was sagst du? Naja, ich sage, es ist eine Frage des Ballasts und der Schwere, die ich habe. Und wenn ich loslassen lerne, immer wenn ich festhalte, staue ich was an, dann kann ich mich freilich nicht bewegen. Und ich glaube, dass ich das selbst bestimmen kann. Und es wird, das Leben zwingt dich auch, Dinge loszulassen. Ja, gut. Aber es stockt nur, weil ich an Dingen festhalte, an einer Meinung, einer Überzeugung, vielleicht einem Selbstbild, an einem Haus, an einem Leben, was vielleicht jetzt nicht mehr zeitgemäß ist oder wo ich mir was einredet, dass ich es behalten will, ja, und aber nicht brauche. Gut, gut, okay. So, jetzt können wir sagen, du hältst dann Dinge fest, die wo du in Wirklichkeit nicht brauchst. Und ja, dann komme ich nicht weiter, klar. Ja gut, aber das haben wir ja alle.
Ja, aber du kannst lernen, Dinge loszulassen, wenn sie dran sind. Du brauchst deine Haare nicht. Verstehst du? Wir können alle von allem loslassen. Mhm. Nur, wir sind ja da, um manche Dinge zu genießen. Und ich will ja nicht loslassen. Ich will nicht von meinem Haus loslassen. Ich möchte von meinem Status loslassen. Ich möchte von meinen Finanzen nicht loslassen. Ich möchte von meinem Freund nicht loslassen. Ich will nicht. Du willst ich alles behalten, wie es ist. Ich will alles behalten und noch weiter aufbauen. Okay. Sondern das ist eine Frage, ob du im Flow bist, also die Erfahrung, wo du sagst, ich kann ja eh alles machen. Oder du sagst, die meisten Dinge funktionieren nicht oder es ist ein 50-50-Verhältnis. Das ist ja auch schon nicht gut. Wenn die Hälfte nicht funktioniert und die Hälfte funktioniert, dann hat der nicht diese Freude, nicht diesen Mut, diese Zuversicht, um ins Leben zu gehen. Da ist der entscheidende Punkt. Das heißt, wir müssen jetzt uns erst einmal nochmal die Frage stellen, kann ich einen Flow bei mir im Leben ad hoc erzielen? Ja, durch Freude. Wie? Durch Freude. Durch Freude. Mhm. Durch die Widmung an das, was mir Freude bringt und macht. Und dann komme ich, dann fließt es in mir. Das sind das Blut fließt, die Liebe fließt, die Freude fließt. Fließt das immer wie Wasser. Und wie baust du die Freude auf? Ich will jetzt in die Praxis gehen. Ich möchte indem ich, also ich mache das, indem ich zum Beispiel in die Natur gehe mit meinem Hund, spiele. Spielen ist für mich ein Element. Und Kreativität. So mache ich es. Und in dem Moment habe ich diese Energie der Freude und dann gelingt mir wieder alles und ich bin wieder drin in meinem, wo ich das Gefühl habe, Körper, Geist und Seele ist im Einklang. Ich bin mit dem Leben eins. Okay, ich verstehe dich, aber trotzdem hat diese Anleitung, die wo du sagst, einen kleinen Minuspunkt darin, weil wenn ich aus einem schlechten Gefühl komme, also ich bin jetzt im Moment voller Sorgen, ich habe Probleme, es funktioniert nichts, ich kriege die Dinge nicht, die wo ich haben möchte. Und jetzt lenke ich mich mit einem Spiel oder mit der Natur oder egal was auch immer ab. Jetzt ist die Frage, kann ich jetzt die Freude erzeugen, weil das andere Gefühl dominiert mich. Ja, das lehrst du ja auch in deinen Seminaren. Ich kann mich bewusst verbinden mit der Natur, mit der Lebensenergie, mit der Kraft, wo ich eins bin, mit allem, was ist, um dann mit Power und Energie die Dinge anzugehen, die in meiner Frequenz, in meiner Schwingung sind, in dem, was mir zuspricht. Oder ich lerne zu unterscheiden, dass ich hier im Kopf bin und Dinge will, die gar nicht für mich passen. Und wenn ich das loslasse, komme ich weiter. Gut, ich möchte einfach eine Anleitung geben, okay? Wir haben das ja lange getestet und dieses Testergebnis war phänomenal, weil diese Hunderte von Probanden im letzten The Game-Spiel, also das Spiel, wo ich online mit den Menschen spiele, waren, glaube ich, 250 Menschen wieder drinnen und parallel nochmal ein Chat mit 100 Menschen, also 350 zeitgleich gespielt, mit der Frage, können wir den Flow des Lebens erzeugen? Okay? Und bei allen hat das funktioniert. Ich komme jetzt gleich auf das Testergebnis und dann sehen wir auch, wie das geht. Punkt Nummer eins ist, wir müssen unsere Gefühle selbst bestimmen. Ich wiederhole. Wir müssen die Gefühle selbst bestimmen. Mit Gefühle meine ich immer die Emotion. Indem du entscheidest. Ja, nee, in der Emotion, wo ich jetzt bin. Ich kann jetzt sagen, naja, ich weiß jetzt nicht genau, was mir bei der gefährlichen Peggy auf mich zukommt und fühle mich kleiner. Das ist aber eine Entscheidung, die ich treffe. Es gibt Methoden, ich habe 4 verschiedene Methoden, wo du deine Gefühle selber zu jedem Zeitpunkt sofort bestimmen kannst. Du kommst her und sagst, Peggy ist eine Nette, ich habe sie lieb und dann ich sage mir gar nichts über die Peggy, sondern ich sage mir gar nichts über die Peggy, sondern ich sage, mir geht es heute saugut. Mhm. Ich nehme die Technik an, diese Technik überstülpt mein bisheriges Gefühl und ich bin in einem guten Gefühl. Und aus diesem guten Gefühl, wenn ich an die Peggy denke oder dich sehe, dann sehe ich dich natürlich immer positiv, weil mein Gefühl bestimmt die Wahrnehmung. Und ich bestätige das. Genau. So, das heißt, wir müssen beim Gefühl beginnen. Wenn hier jemand die Frage hat, ja, wie verändere ich mein Gefühl, gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten. Entweder du kommst mal auf einen Day of Change, kriegt jeder Mensch für unter 200 Euro, findet alle 3 Monate statt, Mitte Deutschland, Fulda. Und dort wirst du Dinge erleben, wo du deine Gefühle permanent, immer zu jedem Moment selbst bestimmst. Oder Möglichkeit 2, wenn keiner kommen kann, es gibt im Internet ein Video von mir, das heißt Kombinatorik. Da bekommst du die Technik mit. Kombinatorik. In dem Moment bestimmen wir unser Gefühl, okay? Dieses Gefühl, Peggy, und jetzt gehen wir rein. Dieses Gefühl bestimmt meine Wahrnehmung und die Sichtweise des Lebens. Klar? Ja, gut. Immer. Das heißt, ich habe jetzt einen Wunsch, ich habe jetzt einen Traum, ich habe eine Präferenz und sage, ah, das möchte ich gerne erleben. In einem nicht guten Gefühl kommen sofort die Widerstände, wo ich sage, ja, das kann nicht funktionieren, das kann auch eine Gefahr sein und das auch. Geh es gar nicht an. In einem guten emotionalen Zustand
wenn ich darauf sehe, bekomme ich immer das Gefühl, easy wird mir gelingen, funktioniert Vorfreude. Ja, du hast das Vertrauen dann drin, den Mut und das Vertrauen. Das baust du immer durchs Gefühl auf. Das heißt, die bisherigen Lehre, wo es immer heißt, Mind Control, Gedankenkontrolle, wie du denkst oder so, das hängt immer ab, wie ich mich fühle. Das heißt, ich kann noch so viel Gedankendisziplin machen, es wird mir nicht gelingen, wenn ich in einem schlechten emotionalen Zustand bin. Mein emotionaler Zustand, mein Gefühl bestimmt die Sichtweise des Lebens und, jetzt wird es interessant, bestimmt den Verlauf. Das heißt, wir spielen zum Beispiel in The Game, spielen wir diese Aufgabe, wo ich Menschen darauf auffordere, dass sie diese Technik der Kombinatorik sollen sie immer anwenden, wenn sie nicht glücklich sind. Was bedeutet denn Kombinatorik für dich? Kombinatorik kommt, habe ich gewählt, das Wort aus der... Selbst erfunden, oder? Ja, aber gewählt aus der Mathematik, weil das heißt Ergebnisbestimmung. Ich bestimme das Ergebnis im Vornherein. Wir müssen uns immer vorstellen, bin ich in einem guten, freudigen Gefühl, müssen die Dinge gelingen. Ich wiederhole, bin ich in einem freudigen, hohen Gefühl, müssen alles, was ich tue, gelingen. Warum ist man dann so verliebt? Moment, okay. Bin ich es nicht, werde ich wieder im Gefühl bestätigt und es wird nicht gelingen. Einfache Rechnung. Mehr brauchst du nicht wissen. Ich weiß nicht viel im Leben, aber ich weiß zwei Dinge. Das ist bestätigt aus der Gehirnforschung, aus der Quantenphysik, aus der Esoterik, aus der Spiritualität, egal wo ich hinschaue, sogar in die Religion. Bin ich in einem hohen emotionalen Zustand, werde ich immer im Gefühl bestätigt. Punkt. Also verändern wir unser Gefühl. Jetzt darfst du die Frage stellen. Das mich jetzt überrannt. Weißt du das nicht mehr, gell? Naja, doch, ich wollte was sagen mit dem Unterbewusstsein. Also ich kenne es auch in meinem Leben. Ich habe schon einiges positiv und voller Euphorie begonnen. War guten Mutes und ja, im Selbstvertrauen. Und dann sind doch unbewusste Aspekte in mir, also mir sind die bewusst geworden, dass ich Dinge wiederhole. Dass ich vielleicht unbewusst auch ähnliche Dinge mache und falsch angehe. Ja? Und dann ist es gescheitert. Das heißt, ich war in meiner Zielsetzung zwar bewusst, wollte etwas erreichen, aber es ist mir nicht gelungen, weil unbewusste Programme dagegen wirkten. Widerstände, die aufgetaucht sind, die ich aber irgendwie mitkreiert habe, offensichtlich, um eine gewisse Sache vielleicht irgendwann zu verstehen. Im Grunde konnte ich zu der Zeit das nicht steuern, ja, obwohl ich happy war am Anfang. Nein, du musst das anders sehen, Peggy. Du hast ursprünglich begonnen mit Zuversicht, mit Mut, egal wie wir das jetzt benennen, und mit Freude. Genau. Jetzt kommt der Vorschlag aus deinem Unterbewusstsein. Unterbewusstsein kann nicht logisch denken, sondern es assoziiert ja nur und gibt dir einen Vorschlag und sagt, Peggy, kannst du dich noch erinnern, damals hast du auch mal mit dieser Euphorie das begonnen und bist auf die Nase gelandet. Wird da wieder passieren. Und wir denken nicht nach, wir nehmen den Vorschlag des Unterbewusstseins an und tauchen ein. Und jetzt sind wir eben nicht mehr in der Freude und des Mutes. Und darin bestätigt es sich wieder. Soweit verstanden? Es muss aber nicht das Unterbewusstsein sein, sondern es kann eine Person zum Beispiel sein, die mit dir redet und sagt, Peggy, da fällst du auf den Hintern, das wird nicht. Tu das nicht. Und wir ziehen uns das rein und nehmen die Meinung an und wir verändern unser Gefühl zu der Sache und somit werden wir wieder darin bestätigt. Also, fassen wir zusammen. Punkt 1. Wenn ich ein freier Mensch sein möchte, muss ich meine Gefühle und darf ich meine Gefühle, meine emotionalen Zustände jederzeit selbst bestimmen. Ich sage immer, nichts und niemand bestimmt meinen emotionalen Zustand außer ich selbst. Das ist aber auch eine Frage des Selbstwerts. Wenn einer nicht dieses Selbstwert, wenn er noch Selbstwertthemen hat, wird er sich gar nicht trauen, so zu denken. Ja, das ist ja klar, aber das kommt jetzt mit der Zeit. Hör zu. Das Erste, was wir machen, wir spielen das, immer wenn er das Gefühl hat, er ist jetzt nicht glücklich, dann wendet er diese Technik an und ist wieder glücklich. Also wir überdecken den emotionalen Zustand künstlich. Ganz einfache Technik kannst du in einer Sekunde täglich in jedem Moment anwenden. So wie du einfach nur lächelst, obwohl du gerade traurig bist. Genau, so ungefähr kann man das sehen. So, die Menschen, wir spielen immer virtuelle Spiele, ich sage, pro Minute, wo du glücklich bist, bekommst du von mir 1.000 Euro. Du hast ungefähr 1.000 Minuten Wachzustand am Tag. Also kannst du abends mit mir 1 Million abrechnen. Wenn du sagst, nee, ich habe mich da über eine Situation geärgert und da hat er das Recht dazu, natürlich hast du das Recht, sage ich, wie lange hast du dich geärgert? Sagt er, 4 Stunden. Sage ich, 4 Stunden mal 60, also 4 mal 60 sind wir bei 240, hast du 240.000 Euro nicht verdient. Wir probieren in das Bewusstsein hineinzugehen und dann steigern sich die Menschen und ungefähr nach
3 Wochen rechnet jeder mit mir abends zwischen 900.000 und 1 Million ab. Das heißt, sie sind glücklich. Okay? Jetzt stelle ich eine andere These auf. Stimmt es, was ich sage, dass ich alles meinem Gefühl anpassen muss? Stimmt es? Und jetzt kommt jeder ins Zweifeln, weil er sagt, nein, glaube ich, habe aber auch, genauso wie es du auch gesagt hast, ich habe mit Zuversicht begonnen, da hat es doch nicht geklappt. Stopp, ihr müsst hinsehen. Ich habe meinen Zustand, meinen emotionalen Zustand verändert. Und somit hat sich das Ergebnis gegeben. Also das kannst du einfach üben, indem, also wenn ich einkaufen gehe zum Beispiel, ich entscheide mich, ich gehe jetzt mit Freude los, ja, oder habe ein schönes Erlebnis oder sage, ich verbünde mich einfach mit schönen Gedanken und bin offen und denke, was begegnet mir, vielleicht finde ich ja oder treffe ich jemanden, ja. So, und dann gehst du los und wirst lächelnde Menschen auch sehen und super, Überraschung. Super Technik und, für Anfänger. Oder du gehst negativ und dann genau. Kommt ein Hund und bellt dich an. Aber schau, Peggy, ich möchte das nochmal erklären. Die Gedanken zu verändern, wenn ich gerade nicht gut drauf bin, ist schwierig. Mein Gefühl zu verändern, ist einfach. Verstehst? Wenn ich nicht gut drauf bin und sage, ja, jetzt gehe ich aber einkaufen, bestimmt passiert bestimmt was Besonderes und so, das passt alles nicht zusammen, das kollidiert mit deinem Gefühl. Einfacher ist es, wir verändern direkt das Gefühl, weil somit passen sich meine Gedanken, meine Physiologie, meine Sprache dementsprechend an. Ja, das ist doch dasselbe, was ich mache, was ich gesagt habe. Nur du gehst schwieriger vor. Wieso? Weil du ein Gefühl, nehmen wir wieder an, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt nicht gut drauf, mir arscht die ganze Welt an, Entschuldigung. Ja, mach ein schönes Lied rein und bin gut drauf. Ja, Moment, das tust du im Regelfall schon gar nicht mehr. Weil wir sind in dem Gefühl drin und da habe ich keine Lust auf irgendwas Positives. Kennst du den Satz, wenn du jemanden aufbauen möchtest und sagst, weiß, komm, jetzt sehe die Welt mal positiv. Da werde ich aggressiv. Hau bloß ab, das will ich jetzt nicht, das zählt jetzt nicht. Verstehst? Ich will da drin sein, ich will also, sein. Also ich habe festgestellt, wenn mir bewusst wird, wie ich mich fühle, schon durch mein Bewusstwerden, dass ich gerade in der Schlaufe hänge, erhebt schon meine Stimmung, weil mir dem Moment bewusst wird, ich kann es ändern. Es ist gerade nur ein Gefühl. Und damit ändere ich es. Definitiv. Dann. Ich meine, wenn wir Menschen mal verstehen, dass meine Gefühle nicht mir gegeben werden, sondern ich erzeuge, und ich erzeugen soll, ich erzeuge meinen emotionalen Zustand, das ist Freiheit. So, jetzt gehen wir nochmal durch. Der Mensch, die Spieler, die haben jetzt am Tag, was weiß ich, wie viel, 1 Million Glücksminuten, also sind überwiegend glücklich. Jetzt ist meine Frage, müssen sich jetzt die positiven Ereignisse und Ergebnisse dem anpassen? Was sagst du? Ja. Ja, aber verstehst du, was das für Erkenntnis ist? Jetzt beginnen wir in dem Spiel eine zweite Nummer zu machen. Du schreibst dir im Handy oder mit einem kleinen Zettel so unterm Tag auf, wenn dich etwas sehr erfreut oder etwas sehr gelingt. Mhm. Ich nenne das Flow Points. Okay? Flow Points. Dabei darf jeder aufschreiben, was ihn positiv stimmt. Da gibt es Menschen. So eine Dankbarkeitsliste, so ähnlich? Ja, genau. Du magst aber nur so eine Wertschätzungs-, dass du es erkennst. Mini-Stichpunkte. Mhm. Handy vielleicht kurz rein. Nettes Gespräch gehabt, Sonne gescheint, Geldgewinn gemacht, Problem gelöst, XY. Verstehst du, du machst dann nur eine kurze Notiz. Du richtest deinen Fokus auf dich, du bemerkst die schönen Dinge und damit hebst du deine Stimmung. Ja, aber du wirst eins feststellen, dass sich die positiven Dinge permanent vermehren. Klar. In dem Spiel ist es so, dass ungefähr am Anfang jeder sagt, ich hatte so am Tag 1, 2, 3 Flow Points. Nach ungefähr 14 Tage, 3 Wochen ist jeder über 10. Über 10 Flow Points. Und dann kommt nochmal ganz was Erstaunliches. Anfangs schreiben wir uns zu Dingen, auf die uns erfreuen können. Und wir sagen, ja, das ist besser als nicht so. Aber du wirst irgendwann die aus deiner Sicht profanen Dinge gar nicht mehr notieren, sondern du hast eine höhere Anforderung. Und du schreibst nur noch Dinge auf, wo du sagst, boah, das, wenn ich früher das einmal im Monat gehabt hätte, so ein Erlebnis, wäre ich schon glücklich gewesen. Jetzt habe ich 10 so Dinge, 12 so Dinge am Tag. Mhm. Verstehst du, das ist Flow. Je schwerer und je enger die Energie, umso kleinere Dinge brauchst du erstmal, um dich hochzuziehen. Ganz und genau. Später werden es größere, ganz genau. Wie zum Beispiel jetzt, ein neuer Auftrag. Jetzt trittst oder, du wirklich in die Erfahrung ein, dass du sagst, es ist definitiv so, dass mein emotionaler Zustand bestimmt die Ereignisse und die Ergebnisse. Aber was bedeutet wirklich im Flow sich fühlen? Wie fühlt sich ein Mensch, der im Flow ist? Ist der in dieser Wertschätzungsleben, ist
also dass du dich eins fühlst mit allem, wie es geschieht und du die Rückkopplung sofort merkst, dass das Leben mit dir arbeitet? Oder du diese Folgeerscheinung daraus. Du beginnst so, du bestimmst künstlich deinen emotionalen Zustand. Punkt 1. Punkt 2, du notierst dir diese Punkte. Jetzt wird dir immer mehr bewusst, dass sich die erhöhen. Okay? Sie erhöhen sich. Sie werden, sind anspruchsvollere Themen und sie werden mehr. Das ist eine Erkenntnis, die wir machen. Und somit richten wir die Sichtweise auf die Welt, verändern wir. Bisher haben wir gesagt, oh, wenn das Problem auf mich zukommen würde oder wenn ich das Ziel oder das Vorhaben angebe, boah, das ist schwierig, das glaube ich, boah, weiß ich nicht, kriegen wir das hin. Und durch diese Erkenntnis weißt du, egal welches Problem kommt oder egal was du erreichen möchtest, du wirst alles erreichen, du musst nur im guten Gefühl sein, du hast es dir bewiesen. Das ist alles, was wir wissen müssen. Verstehst du, das ist so einfach. Ich verändere mein Gefühl, es verändert sich der Lebensweg. Jetzt würden viele zum Beispiel sagen, Peggy, ja, dann wäre jetzt noch wichtig, du sitzt dir abends hin und schreibst ein Dankbarkeitsbuch. Du hast das gerade angesprochen. Also so kenne ich es, also so, das erinnert mich daran. Das wäre auch mega ideal. Das wäre super. Da vertiefst du das, da reflektierst du das. Unser Problem ist, Peggy, dass das wir das nicht dauerhaft tun. Also ich empfinde das wie eine Art Wertschätzung. Wie oft sind wir denn und stecken fest und fühlen uns antriebslos, weil wir uns eigentlich nur beklagen, weil wir nur das Negative sehen, weil wir im Grunde in so einer Tratschsucht sind, über andere reden und nicht mehr in jeder Situation, in jeder Begegnung das Schöne daran wertschätzen. Das fängt ja schon mit einem Gespräch an. Ich wertschätze gerade diesen Austausch. In dem Moment bin ich doch schon in dieser dankbaren, empfangenden Haltung, offen und fühle mich doch automatisch besser und schon bin ich im Fluss. Das ist ja genau das, was ich sage. Wir verändern das Gefühl. Das Gefühl verändert den Verlauf. Ja. Das muss sich immer der Verlauf, die Ergebnisse, alles, was ich tue, in meinem Gefühl. Und dann fließt es. Und dann fließt es. So, wir machen aber jetzt abends kein Dankbarkeitsbuch. Machen wir nicht, weil ich weiß, das ziehen wir mal ein paar Tage durch. Manche sind sehr konsequent und ziehen es einmal einen Monat durch. Und dann tun wir es nicht mehr. Ich habe eine andere Technik entwickelt. Die ist cool. Die ist wirklich cool. Ich nenne es die Zahnbürstenreflexion. Wir gehen ja im Regelfall zweimal am Tag Zähne putzen. Und jeweils zwischen 2 bis 4 Minuten wird so geschätzt. Okay? In dieser Zeit, dieses Zähneputzen macht ja das Unterbewusstsein für uns. Wir müssen ja nicht mit Gedanken dabei bleiben. Wir müssen nicht sagen, ah, jetzt muss ich die Zahncreme auftragen. Sondern sie geht ja automatisch. Wir können ja in dieser Zeit an Gott und die Welt denken. In dem Moment lege ich mir diesen Zettel daneben, hier, wo ich die Punkte aufgeschrieben habe, oder im Handy. Und jetzt, diese 2 bis 4 Minuten, gehe ich Punkt für Punkt nochmal durch. Und schaue mir das an, wie das alles entstanden ist, wie wichtig vielleicht diese Nachricht für mich war, wie es gewesen wäre, wenn eine negative Nachricht gekommen wäre. Ich probiere das auf 2 bis 4 Minuten in dieser sonst sinnlosen Zeit zu reflektieren. Damit ich das tue, Peggy, klebe ich mir am Anfang auf die Zahnbürste einen Zettel Reflexion. Auf die Zahnbürste, auf nicht am Spiegel. Damit du dran denkst. Ich würde es an den Spiegel kleben. Ich klebe hin, wo du willst. Zahnbürste hätte ich. Kannst du ja an die Zähne kleben. Ach so, naja, warum nicht? Ja. Aber ist eine süße ja, Brücke. Nach ungefähr einer Woche kannst du den Zettel wegschmeißen, Reflexion, weil dein Gehirn jetzt trainiert ist, dass du immer zum Zähneputzen gehst und reflektierst den Tag. Somit ist bei mir eines passiert, ich habe Zähneputzen nie gemacht, das war immer für mich verlorene Zeit, macht man halt. Heute freue ich mich jeden Tag, um den Tag zu reflektieren zu können, weil so viele positive Punkte darauf sind, die dich wegbeamen. Im Grunde heißt innehalten, sich seiner und des Lebens bewusst sein, was geschieht, geschehen ist, mit der Freude wieder Flow bringt. Innehalten in der bewussten Sekunde ist wieder Flow. Also nicht nur blind irgendwo hin, Hektik und über Szene so, und sinnlos, okay, sondern es geht ums dieses bewusste Innehalten und das bewusste Wahrnehmen dessen, was geschieht, ist der erste Schritt, damit man im Flow ist wieder oder in den Flow kommt. Geh mal auf das ist die Umkehrung. Ja, geh mal in das Innehalten rein, damit man es richtig versteht. Wenn du sagst innehalten, das sind immer so Anweisungen, wo du sagst, innehalten. Du verallgemeinerst meine Aussagen gerade. Gut, nur mal innehalten. Das war eine persönliche, ein schönes persönliches. Peggy, was ist ein innehalten? Innehalten ist für mich
alles, was ich in meiner Beschäftigkeit getan habe, stehen zu lassen und mir mal meiner gewahr werden. Wie fühle ich mich gerade? Wo bin ich? Jetzt. Und was ist mir gerade wichtig? Was fehlt mir vielleicht? Oder was habe ich überhaupt an meinem Leben? Peggy, es ist diese Wertschätzung. Peggy, das jetzt, ist Innehalten, nicht anhalten. Es ist jetzt kommen wir der Sache näher. Halten. Und ich will es jetzt begrenzen. Du hast 3 Punkte aufgezählt. Ich begrenze auf einen. Der Unterschied von mir zu vielen anderen ist, die Menschen gehen her und beginnen, etwas umzusetzen. Okay? Und bevor ich umsetze, überprüfe ich mein Gefühl und manipuliere bzw. fahre mein Gefühl hoch. Und aus diesem Gefühl gehe ich an die Sache. Genau, und jetzt lasse ich aber noch das Wort Manipulation raus und sage, ich bin authentisch. Zu mir selbst ehrlich, wie ich mich wirklich fühle. Und in dem Moment... Und das verändere ich. Du sagst, du veränderst es dann bewusst. Ich nicht. Ich sage, mir wird mein Gefühl bewusst. Und in dem Moment, wo es mir bewusst wird, bin ich meiner selbst gewahr, fühle es und es löst sich auf. Und dann bin ich in dieser Energie. Ich mach's so. Du kannst ja jetzt den Mund verziehen. Ich persönlich mach's so. Mir geht's nur darum, ich manipuliere nicht mein Gefühl. Wenn es bei dir funktioniert, total in Ordnung. Aber viele brauchen diese Brücke. Die Menschen brauchen die Brücke, wo man es ihnen einfach erklärt. Verstehst du, du bringst da 3 Punkte, die, wo du gleich mal reflektierst beim Innehalten. Ich sage, du musst nur eines machen. Schau, wie du dich fühlst. Und richtig. Wenn es kein hohes Gefühl ist, dann verändere es. Die Techniken dazu, die bekommst du bei uns auf ein Day of Change zum Beispiel. Also noch Beispiele, noch einfacher erklärt. Wenn ich merke zum Beispiel, ich stecke fest, dann überlege ich kurz, was macht mir denn Freude? Für mich ist es Musik. Wenn ich nur ein Lied höre im Radio, was ich kenne von früher oder wo ich sofort gute Laune habe, hebt es meine Stimmung und ich bin in einer anderen Energie, augenblicklich. Das sind ja auch Hilfsmittel, wo wir wieder in der Freude sind. Begrenzte Hilfsmittel. Begrenzte. Ich möchte das nochmal erklären. Du gehst wieder über das vor, was mir Freude macht, verändert mein Gefühl. Einverstanden. Und jetzt behaupte ich nochmals, diese Forschung habe ich ja über Jahre mit den Menschen betrieben. Wenn du richtig angefressen, sauer, erledigt bist, dann kannst du in die Musik reinknallen, was du willst, weil dann hast du sogar die gute Laune-Musik. Fast jeder, haben wir auch mal so Umfrage gemacht, fast jeder hat so Playlisten und da gibt es oft mal, viele haben dann so positive, freudige Musik. Mhm. Wenn er nicht gut drauf ist, drückt er nicht auf die freudige. Da wo manche sagen, stimmt, die habe ich das nicht viel. Also ich versuche die Emotion erstmal, wenn sie wirklich richtig krass ist, loszuwerden, indem ich erstmal mich beruhige. Oder Sport mache, damit, oder mal um den Block laufe oder irgendwas, damit ich erstmal mich selber runterfahre. Mit ganz einfachen Mitteln. Einverstanden, geh auf den Day of Change, du bekommst eine Technik, wo du deinen emotionalen Zustand auf eine Sekunde veränderst. Und jetzt bin ich sofort drin. Verstehst du, Peggy, wenn wir heute sagen, ich gehe dann zum Sport, wenn ich mich nicht gut fühle. Ja, wenn ich jetzt gerade bei dir zum Interview sitze und ich fühle mich nicht gut, dann sage ich jetzt wie, Entschuldigung, Peggy, geht schnell runterlaufen. Das ist nicht praktikabel. Wir müssen eine Technik haben, wo wir sie jederzeit anwenden. Kommen wir nochmal zurück. Durch diese Bewusstwerdung bei der Zahnbürstenreflexion abends wird mir eines klar, das kommt. Ich muss nur noch auf mein Gefühl aufpassen und alles, ich betone nochmals, alles gelingt mir. Egal, ob es die höchsten Probleme sind oder die größten Ziele, ob es der höchste Berg zu erklimmen ist oder dass wir den höchsten Stern vom Himmel holen. Es wird dir alles gelingen. Alles hängt von deinem Gefühl ab. Du bestimmst den Flow des Lebens. Verstehst du, wie wichtig das im Leben ist? Die meisten Menschen behaupten von sich, wenn ich sage, wie oft hast du die Phase, wo es nicht läuft und wie oft hast du die Phase, wo es gelaufen ist, da sagt jeder, die Phase, wo es gelaufen ist, ist deutlich weniger wie die Phase, wo wir mit Widerständen sind. Und wenn ich das verändere, verändere ich mein Leben und ich verändere die Welt. Dann ist das Leben sowieso immer Spiegel deines Bewusstseins. Der Grad Leben deines Verstehens um die Zusammenhänge. Leben ist immer ein Spiegel des Bewusstseins. Schau, lass uns einmal über das Thema Berufung reden. Berufung heißt, dass jeder Mensch für eine Sache vorgesehen ist, da wo er Interesse dran, wo er Talente, wo er Fähigkeiten hat und könnte die Welt in der Evolution verändern. Jeder hat so einen großen Auftrag. Und jeder weiß, dass er das hat. Jeder weiß, dass er etwas hat. Vielen ist es nicht bewusst. Ich gebe ja jedem Menschen ein kostenloses Berufungsfindungscoaching. Meldet euch. Und wir werden es nach 10 Minuten, habe ich deine Berufung. Obwohl manche Menschen sagen, ich reise schon seit 20 Jahren durch die Welt und habe sie nicht gefunden.
wette mit dir, 10 Minuten haben wir deine Berufung und du kommst selber drauf. Warum kann ich das oder warum ist das möglich? Antwort, es ist ja eigentlich jedem bewusst. Es hat sich das ganze Leben schon mitgespielt. Das Problem ist, sie kommen nicht in die Handlung. Nein, das Problem ist, Peggy musste da widersprechen, sie kommen nicht in, oder ja, sie kommen nicht in die Handlung, weil... Wie viele wissen es, aber sie kommen nicht ins Umsetzen. Zwei Punkte. Sie trauen sich es nicht zu, weil wir im Moment wieder in der Phase sind, wo die vielen Dinge nicht funktionieren. Weil Widerstände eingeregt. Und wenn wir es wirklich zulassen würden oder finden, oder das habe ich auch, nach 10 Minuten sagen die, wow, das ist, stimmt. Und wenn ich jetzt sage, geh doch in die Umsetzung, dann reflektieren wir wieder und sagen, ja, toll, bei mir funktioniert ja eh nichts. Das heißt, es ist die nächste Bruchlandung. Verstehst du, alles im Leben ist entscheidend, ob du im Flow bist oder nicht. Alles hängt nur von dem ab. Wenn ich heute auf einen Day of Change beobachte, sind ein paar hundert Teilnehmer. Wir machen dieses Beispiel, wir machen das. Du veränderst dein Gefühl ad hoc. Und jetzt gebe ich den Menschen Aufgaben vor, die sind wirklich echt unmenschlich. Da kannst du dich wirklich verletzen, das ist gefährlich, das ist nicht logisch, es kann nicht gehen. Und jedes Ding, was jeder macht, wird immer funktionieren. Dann beginnen wir in die Erfahrung hineinzugehen und zu verstehen, dass es eigentlich schon immer so war. Wir haben es nur verlernt. Weißt du, Menschen sagen zu mir immer, du lernst uns so viel auf einem Day of Change oder in dem Spiel von The Game oder egal wie immer. Ich kann nichts lernen. Ich muss dich daran zurückerinnern, wer du wirklich bist. Du hast ja als Kind den Flow des Lebens erlebt. Wir haben als Jugendliche den Flow des Lebens erlebt, wie wir verliebt waren. Verstehst du? Und später ist er weg. Ist es Zufall? Ist es eine Schicksalsfrage? Nein, es ist keine Schicksalsfrage. Wir kommen wieder auf den Punkt, wir sind Schöpfer. Und solange wir Menschen nicht verstehen, dass wir wahre Schöpfer sind über unser Leben und auch über die gesamte Welt, wird die Welt in so einem erbärmlichen, jämmerlichen Zustand sein. Also für mich ist es, ja, Punkt, oder? Oh, darf ich jetzt was sagen? hast du gesprochen? Nee. Hast du gesprochen? Ja, erstmal durchrauschen lassen, ich ändere meinen Zustand ad hoc. Für mich ist es auch das Verständnis um das Annehmen, dass Leben Veränderung heißt. Also es geht um dieses, wenn ich Angst habe vor Veränderung, das haben uns viele eben nicht beigebracht, wie man mit Lebenskrisen zum Beispiel besser umgeht oder wie man mit Widerständen, manche treibt es an, manche schwächt es, manche resignieren. Aber wenn wir lernen, das Leben als etwas zu sehen, was stetiger Wandel bedeutet, dann nehmen wir es auch an, weil wir auch irgendwie dann, also allein diese Einstellung ist schon im Flow sein oder in den Flow kommen. Schau mal, was für Hasenfüße wir sind. Wir Menschen haben so viel Angst vor dem Leben, dass wir uns wünschen, dass alles so, wie es im Moment ist, obwohl wir gar nicht glücklich sind, dass unbedingt so bleibt. Ja, Entschuldigung, was ist denn das für Leben? Das ist der Hinvegetieren. Der nächste Day of Change geht über Sorgen, Ängste, Schuldgefühle. Jeder, der dort war, bekommt übrigens jeder unter 200 Euro, geht danach raus und sagt, tatsächlich, ich habe ab dem Moment nie mehr Sorgen, Ängste und Schuldgefühle gehabt. Wieso? Ein wichtiger Punkt ist, weil wir merken, ich muss nur mein Gefühl verändern und das Problem hebt sich auf. Was ist für dich authentisch sein? Für mich spielt das nämlich damit rein, wenn ich eine Rolle spiele, wo ich zum Beispiel in meinem Leben irgendwo hin will und dann abhängig bin noch von der Meinung anderer, werde ich immer wie so zurückgehalten. Ich werde mich nicht in meiner vollen Power leben. Das heißt, ich halte mich zurück und halte meine Lebensenergie zurück, die dann nicht fließt. Ich halte etwas begrenzt in mir. Authentisch sein, was bedeutet das für dich? Und inwieweit ist das wichtig, um im Flow zu sein? Dass du das tust, was du denkst und da sprichst, was du denkst und alles im Einklang ist. Und das Übermächtige von diesen drei Werkzeugen ist dein Gefühl und das bestimmt es. Verstehst du? Es ist ja auch immer, finde ich immer so witzig, wenn wir irgendwelche auftauchen und sagen, Visualisierung, du musst dir vorstellen, dass es schon so ist. Pappalapapp, es funktioniert ja nur bei den einfachen Dingen, bei den schwierigen nicht, weil bei den schwierigen habe ich ein Gefühl vor mir, da wo ich sage, ich muss das hinkriegen, sonst gehe ich zugrunde. Nein, das ist wie so ein Berg, der so. Mein Gefühl ist hier anders und dieses Gefühl bestimmt immer mein Denken, mein Sprechen, mein Handeln, meine Wahrnehmung und den Verlauf des Lebens. Und wenn ich gegen dem Gefühl agiere, also machen wir nochmal ein Beispiel zur Visualisierung, habe ich auch untersucht. Die meisten Menschen, die beginnen zu visualisieren, bekommen einen schlimmeren
Zustand, also eine schlimmere Gegenwehr, als wenn sie nicht visualisieren. Warum? Antwort: Wir verändern nicht das Gefühl. Da wird nie gesagt, du musst das Gefühl verändern. Da wird immer gesagt, stell dir in Bildern vor, wie das ist und fühl das, wenn du es erreicht hast. Aber wir müssen hineingehen, aus welchem Gefühl wir kommen. Bevor wir die Visualisierung machen, muss ich in ein gutes Gefühl eintauchen. Zu mir sagen die Menschen immer, ich bin der authentischste Trainer, würde ich auch bejahen, weil ich muss mich nicht verstellen. Ich lebe mein Gefühl. Punkt. Dazu stehe ich. Und dieses Gefühl erschaffe ich selbst. Und wenn wir das verstehen, ist Freiheit angesagt. Dann kommt wirklich der Reichtum im Leben. Das ist Erfahrung. Das ist dann das, wo wir das Leben umdrehen in unserem Leben und sogar für unsere Familie, für, ich kann sogar so weit gehen, für die ganze Welt. Dazu ist ein Mensch möglich, wenn er es verstanden hat. Das ist Flow des Lebens. Wieso gehst denn du eigentlich nicht in die Politik? Ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt. Gibt es was Langweiligeres? Du würdest es eindeutig ändern, aber, ja, aber du gibst ja die Fragen und die Antworten immer schon selbst. Die Leute werden ja dadurch in eine völlig neue Energie gebracht. Ja, aber schau, also rhetorisch gesehen... geht. Ja, ginge. Wenn du doch alles... Aber die Frage ist, ob du es wollen würdest. Mehr als, ne? Nein, ich will es nicht machen, weil das ist ja eh schon wieder die ganze Zeit, was ist richtig, was ist falsch. Wir, aber es braucht Visionäre. Es braucht Visionäre in dieser Welt und es gibt Menschen, die... Genügend. Aber wir brauchen im Endeffekt... Die Politik, die Bühne, die ist nicht wichtig, sondern wir müssen das Bewusstsein der Menschen verändern. Wir brauchen uns nicht beschweren, dass wir angeblich lauter Idioten in der Politik haben. Das ist ja das Spiegelbild von euch. Was heißt euch? Ja, von uns Menschen. Ach so. Alle sind zerrissen, jeder schimpft über Nachbarn, das und das, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht, was darf sein, was darf nicht sein, wer ist links, wer ist rechts. Ja, zum Kotzen. Es ist wieder die Einteilung. Ja, natürlich. Und genau die Position haben wir erschaffen. Deswegen sitzen da oben auch Leute, die das Gleiche tun. So, und jetzt sagen wir, der vertritt meine Meinung, der ist gut, na, der vertritt er nicht, meine Meinung ist schlecht. Das ist ein Hirngespinst. Wir sind hier auf dem Leben, um Großes aus unserem Leben zu machen. Dass wir in der Fülle leben, dass wir ein fantastisches Leben führen, in Liebe, in Zufriedenheit, in Harmonie. Und genau das tun wir damit nicht. Wir gehen sogar auf eine Demo und schreien und Wut. Wir kommen aus einem Gefühl, das kann ja nichts erzeugen. Ich sage immer, wenn ich zu Gott beten würde, würde ich nur eins beten. Herr, lass Hirn vom Himmel fallen und lass alle treffen. Weil wir so weit weg sind vom Leben, es ist unglaublich. Unglaublich. Wir mühen uns ab mit Sorgen, mit Ängsten, mit Problemen. Es ist ein ständiger Kampf, obwohl es ja gar nicht so sein muss. Da wird die Anleitung gegeben, aber wir Menschen haben immer die Hosen oder den Arsch in der Hosen, das dann umzusetzen, verstehst? Wir Menschen müssen doch, wir sagen, wir sind in der Zeit der geistigen Entwicklung. Dann entwickeln wir uns halt und wir treffen uns einmal die Entscheidung. Dann gehen wir mal in die Erfahrung hinein. Nicht lernen, sondern erfahren. Den Flow des Lebens wieder herholen, egal wie jung oder alt du bist. Egal, was du vorhast, dass dir alles gelingt. Das ist Leben. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Tja. Schlusswort. Gott, lass Wahrheit regnen. Licht, Liebe und Glück, Freude. Danke, Ewald, danke fürs... Ich sag danke, Peggy. Dasein. Hier sein. Immer wieder neu. Und gemeinsam bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und Kommentieren dieses wundervollen Erlebnisses. Tschüss und bis bald. Alles Gute. Die Welt ist im Wandel und wir leben in einer ganz besonderen und aufregenden Zeit. Wir spüren alle das Gefühl von Aufbruch. Wir wollen etwas erreichen, bewegen und zum Wohle aller kreieren. Und damit uns das gelingt, verabreden wir uns. Ja, das ist deine Einladung für den Welt im Wandel Kongress 2024. Und es ist gar nicht mehr so lange hin. Was für eine Stimmung! Und die werden wir natürlich jetzt aufheizen. Denn mit dabei sind Christina von Drein, Dieter Bröers, Armin Riesi, Pratzo,
Thomas Young. Christiane Hansmann. Tim Taxis. Rade Maritz. Stefan Meyer. Christiana Schweitzer. Joe Meinberg. Vera Brandes. Dr. Milan Meder. Und Sabine Lienek. Und so wie immer gibt es neben den Interviews und Vorträgen auf der großen Bühne Seminare, Workshops und Aussteller. Also, nichts wie hin ins Kongresszentrum Würzburg am 26. und 27. Oktober. Die Tickets sind jetzt erhältlich und wir als Welt im Wandel-Team freuen uns von ganzem Herzen auf dich.